das denn? Filmerflame, so laut will keiner am Flugzeug hören. Kommunikation ist wichtig, nicht so laut. Sorry, Coach. Coach, womit fangen wir an? Genau, also ich würde wirklich beim Urschleim ein bisschen anfangen und einfach mal deine Settings ein bisschen überprüfen. Mhm. Also kannst du mal das Spiel am besten starten. Die Resolution ist natürlich totaler Unsinn. Was würde man dort normalerweise machen? Genau, also damals war natürlich der Trend, dass man auch eine ganz andere Aspect-Ratio spielt, also so 4:3 oder auch 5:4. Das ist, würde ich sagen, immer noch das meistverbreiteste. Ich würde sagen, die meisten Pros spielen tatsächlich immer noch 1280 960, die Res, und die ist halt auf 4:3. Mhm. Aber ich würde sagen, mit neuen jüngeren Spielern, die ins Spiel kommen, ist Widescreen tatsächlich das Bessere und auch das, also meine Prognose für CS2 ist, dass die meisten Leute umsteigen werden auf 1920-1080. Also das ist eigentlich so die Standard 16:9 Res. Also Global Shadow Quality hoch ist schon mal sehr gut. Du siehst einige Schatten, die du sonst nicht sehen würdest. Mhm. Wenn du das auf Low hättest, dann könntest du Gegner um die Ecke manchmal nicht sehen. Ah, okay. Auf den Schatten auf dem Boden, dementsprechend ist das wichtig. Der Rest der Settings, die meisten Profis spielen tatsächlich alles auf sehr low. Okay. Das ist auch eine Sache, die ein bisschen Performance-abhängig ist. So viele, also die Profispieler wollen natürlich das Beste aus dem System raushängen und rausholen und dementsprechend ist das ein Grund, aber ich denke auch reine Routine und ein bisschen die Hitboxes war damals so das Gerücht, dass es einfacher ist. Boost Player Contrast enabled natürlich ist auch sehr gut. Genau, das dachte ich mir eben. Auch enabled, weil du dann halt mehr. Das war positiv, genau. Genau. Und auch wichtig, Motion Blur disabled hast du alles schon, das ist super. Reverse Mouse on ist natürlich schon mal ein Highlight für mich. Ja. Da jubelt jeder drüber. Ich nehme an, du springst primär mit, wie da steht, auch mit Spacebar, ne? Also genau. Mit der Taste. Genau. Die meisten Profis eigentlich auch, so 95%, würde ich sagen, mit Mausrad, genau. Also, es gibt dir einfach einen gewissen Vorteil, dass du Bunny hoppen kannst, dass du manchmal einen zweiten Stray finden kannst. Mit Leertaste ist das leider komplett unmöglich. Dann kannst du mal Visit Workshop machen und mal eine Map, die ich dir empfehlen würde, runterladen. Und zwar Y-Prag, also Y-Prag in einem Wort. Das ist tatsächlich eine sehr geile Variante, wenn man wirklich eine Karte spielen will. Genau. Und sich warm machen will für die. Das ist echt gut. Und du wirst hoffentlich dann auch merken, dass wenn du im Matchmaking bist und so, die Duelle hatte ich eben schon, weißt du? Also das finde ich tatsächlich für Training besser. Aimbots ist für mich immer nur so ein Warm-Up-Tool, weißt du? Wenn du wirklich einfach nur ein bisschen warm schießen möchtest, dann ist Aimbots auch gut, weil da machst du viele Kills in wenig Zeit, ne? Kannst dich schnell warm machen. Aber wenn du wirklich trainieren möchtest, ist sowas hier natürlich viel praktischer. Aber wichtiger Aspekt jetzt für Matchmaking und so weiter, dass man eine gute Kommunikation mit seinem Team pflegt. Hast du ja am Anfang auch schon gesagt, ne? Ja. Dass sowas in der Regel super schön ist, aber man kann sich natürlich auch ein bisschen tilten lassen, weil viele Leute halt vielleicht nicht so freundlich sind. Ja. Aber in der Regel gewinnst du Soul Games, ne? Oh, da ist er. Hab ihn gesehen, ja. Das ist schon weg. Jetzt wegbleiben am Dirk. Ja. Schade. Okay. Dump, kein Problem, aber dann im besten Fall wegbleiben. Du weißt, du bist low HP, ne? Ja. Ja. Das hat mich fast mein Leben gekostet. Alter Schraub. Da kannst du nichts machen. Nee. Aber es ist ja das typische Spiel, wie gesagt, ne? Wenn A verloren ist, dann ist die Runde oft halt schon durch. Wenn man es jetzt ganz seriös runterspielt, im Endeffekt müsstest du eigentlich saven mit deinem Team zusammen. Aber das ist natürlich auch viel verlangt in dem Matchmaking. Das ist dann noch gegen 2. Jetzt ist es wichtig auch. Schade. Sandwich. Ja, Mist. Ah, schwierig. Wäre ich jetzt persönlich, kann ich auch sagen, nicht reingegangen oben. Mhm. Auch ein reines Map-Awareness-Ding, jetzt wenn du siehst, deine Mates mit der Bombe B probierst, dann kannst du einen rausholen am Abend. Fake ein bisschen verkaufen und lang überleben. Ja, stopp. Wo? Ja. Ach, kannst du nichts machen. Mit Prefire sogar. Schön auf die Fresse gekriegt. Was sollte ich trainieren? Bis zu unserem nächsten. Ich habe natürlich erstmal einen ersten Einblick verschafft, ne, dass wir erstmal so gucken, wo wir mit arbeiten und so weiter. Und wie gesagt, ich würde auf jeden Fall ein bisschen darauf achten, dass ich vielleicht ein bisschen lerne, was so Positioning auf der Map angeht. Also vielleicht sogar, ich würde sogar mit dem Ziel nächstes Mal in einen Mirage gehen, wo ich sage, okay, ich spiele vielleicht eine feste Rolle als T auch. Dann hast du so einen Spot, auf den du dich konzentrieren kannst. Und dann wirst du da auch lernen, ein bisschen besser zu agieren. Dann würde ich vielleicht dir auch nochmal vorher ein paar Tipps geben, wie du wirklich die Spots speziell spielst. Mhm. Und ansonsten individuell hast du dich, wie gesagt, schon auf CD-Seite verbessert. Dann auf T-Seite, glaube ich, fehlen ein bisschen die Ideen vielleicht noch. War natürlich jetzt auch eine sehr kurze T-Seite, deswegen konnte ich jetzt nicht zu viel dazu sagen. Und halt diese kleinen Sachen, die am Anfang halt oft passiert sind, dass der B-Apps-Spieler dich gesehen hat auf der CD-Seite, ne, dass du da offen standest, so Kleinigkeiten, die halt die Runden gekostet haben.
Und ansonsten ist leider halt nicht so viel zu sagen in, aus dem einen kurzen Match. Aber ich werde jetzt grinden und werde versuchen, wirklich deutlich, deutlich besser zu werden, weil die Nummer mit Daniel, die wollen wir wirklich durchziehen. Der kriegt jetzt voll auf die Nase.